Hallo Leute, ich begrüße euch zur fünften Folge der kleinen Serie Bounty Hunter Karriere. Wir haben immer noch Star Citizen in der Version 3.12. Ich hoffe, dass es in der nächsten Woche einen kleinen Patch geben wird, in dem die Problematik mit der abgerissenen Reputation, so nenne ich das mal, gefixt wird. Zumindest schaut es so aus, denn auf dem PTU-Server wird sowas gerade getestet. Nun, dann wollen wir mal ins Spiel hineinstarten. Wir sind auf Port Olisar und ich habe schon eine Aufgabe angenommen. 3 Bounties killen. Das ist eine Group Warrant. Ich zeige sie mal kurz. So, da sollen wir dann 3 Flieger zerstören. Es wird sich da um 3 Hammerheads handeln. Und ich denke mal, so um die, mit etwas Glück, werden wir so um die 30 Minuten dafür dauern. Und das ist eine gute Zeit für eine kleine Folge. So, das Schiff, was ich verwenden werde, ist die Eclipse. Quasi der Tarnkappenbomber im Spiel. So, dann gib sie mal her. Ja, eigentlich hat man 45 Minuten dafür Zeit. Bevor ich angefangen habe mit dem Stream, habe ich die Mission schon gezogen. Darum, bis wir dann im Schiff sind, sind es dann gleich noch 40 Minuten so ungefähr. Aber wir haben ja zum Glück den ersten von denen bei uns hier im System. Jo, Helm ist off. Ist dann nur die Frage, ob die Eclipse dann auch gleich schön mit ihren Torpedos geladen ist. Oder ob wir sie nochmal einpacken müssen, um Torpedos, na, nicht getroffen, um Torpedos nochmal nachzuladen. So, auf der 2 stehen wir. Trepp auf, Trepp auf. So, und da ist sie dann auch schon, unsere Eclipse. So, rein da in den Vogel. So, die Maschinen. Ja. Maschinen an. Und dann heben wir auch gleich ab. Alle Einstellungen können wir auf dem Flug machen. Weil ich für meinen Teil habe ich zum Beispiel immer gerne meine Waffen auf 1 zu haben. Na komm, so. Des Weiteren habe ich hier den immer gerne. So, dann schauen wir mal eben. Na komm. Gib mir eine vernünftige Karte. Ah ja, jetzt ist sie da. Mal schauen, nimmt er das? Jo. Weil die Karte, die mag mich ja leider nicht immer. Zum nächsten Sprung. Bounty
Dann erstmal zu den Zielkoordinaten. Und wie gesagt, da wird dann einfach nur die Hammerhead abgeschossen. Das Target, was uns als Ziel dort vorgegeben wird. Und dann heißt es Hackengas, weg, ab durch die Mitte, ab zum nächsten Ziel. Und die nächsten beiden Ziele werden dann in Hörsten sein. Na komm. Tauch auf. Was für ein Vorname, Ryotso. So, wo ist er? Da ist er. 7000 Entfernung. Torpedo aufschalten und langsam Gas. Ist eine gute Entfernung, dass er in Ruhe aufschalten kann. So. Bei 2500 klinke ich den Torpedo aus. Jetzt raus damit. Und zusätzlich noch ein bisschen mit der Knarre drauf schießen. Zack. Und da hat es die Hammerhead auch schon erwischt. So. Und wie gesagt, wir verpfeifen uns gleich. Na. Okay, machen wir mal die Karte. Jo. Weil die nächsten Ziele sind. Das ist jetzt natürlich blöde. Das ausgerechnet. Komm, gib Gas. Okay, da wir uns in Hörsten dann sowieso verorten, dann können wir auch gleich reparieren und eben auf die Schnelle auch aufmunitionieren, den einen Torpedo. Ich hoffe mal, dass ich dort welche kriege. Wenn nicht, sollten ja noch zwei da sein. Hauptsache ist es dann gleich eben auf die Schnelle das Schiff zu reparieren beim Verorten. Aber da sieht man also, die Kumpels von unseren Haupttargets sind eigentlich immer relativ schnell da, nachdem wir den Gegner getötet haben. Manchmal sind sie auch schon vorher da. Und es lohnt sich dann schon, schnell in Sicherheit, einfach irgendwie den nächsten OM-Punkt oder sonst was, was geht, irgendwas einfach anzuspringen. Kurz weg, dann in Ruhe. In der Karte zum nächsten Ziel den Weg finden und dann los. Weil ich musste ja jetzt dann doch so ein paar Trefferchen einstecken. Unnötig, wenn man betrachtet, ich weiß es ja, dass seine Kumpels da sind. Ja, und jetzt haben wir einfach einen schönen Flug. Schön mit Sonne, gucken uns den Flieger mal von außen an, ob wir da irgendwo sehen, ob wir was abgekriegt haben. Weil irgendwie hatte ich dann eben doch schon gesehen, dass da was rot war. Schauen wir mal da unten unter. Nee, aber Treffer sind hier nicht wirklich zu sehen.
Er sieht ja schon irgendwie schön aus, ne? Also. Definitiv. So. Schauen wir doch mal, wie weit der Weg noch ist. Noch 12 Millionen, 11 Millionen Kilometer knapp. Na, dann können wir in der Zwischenzeit ja auch mal den Chat ausmachen. Der nervt auch nur einmal und das ist immer global. Zack, da weg. So. Weg mit Chat. Schaue ich doch mal, ob es in die Karte geht. Nein. Da wollen wir natürlich nicht hin. Sondern erstmal einfach nur gucken. Everest Harbor, macht er das? Schauen wir gleich mal, wenn wir da sind. Ob er uns das dann berechnet. Aber so lange ist es ja nicht mehr. Und von den 45 Minuten sind jetzt 15 Minuten rum. So lange hat es also bis jetzt auch noch nicht insgesamt gedauert. So, da kommt Hurston in Sicht. So. Nee, clear route. Everest Harbor. Macht das nicht? Das ist die Frage hier. Na, er will wieder nicht. Okay. Dann nehmen wir. Einen ganz anderen Weg. Einmal nochmal klären. Okay. Und dann springen wir einfach Lorville an und ziehen von da aus einfach hoch. Und versuchen wir den Sprung vorher mal abzubrechen. Das B. Na, so ein wirkliches Abbrechen war das nicht. Egal. So, weil da haben wir Everest Harbor. Dann springen wir da eben hin. Auf jeden Fall besser als da. Von OM-Punkt zu OM-Punkt zu eiern. Um nach drei Sprüngen hier zu sein. So brauchen wir nur zwei.
Also, Geschwindigkeit weg. So, Landeerlaubnis holen. Fahrwerk schon mal raus. Dann machen wir eine Automatiklandung. In der Hoffnung, dass wir vielleicht dadurch das Glück haben, schneller aufzutanken zu können. Da ist der Bereich, ja. Da kommt ein bisschen noch vor. So. Mal schauen, ob es schon hinhaut. Okay, Restock eine, tanken. Jo. So, dann schauen wir doch mal. Quantum Fuel. Voll. Hydrofuel. Na komm. Okay. Dritten Torpedo dazu. Na komm, zeig mir die Reparatur an. Ja. Und es kann wieder losgehen. So. Map möchte mir nichts anzeigen. Ah ja. So, hier werden dann die beiden anderen sein. Sie sind beide sogar an einem Punkt. Dann haben wir es dort gleich mit zwei Hammerheads zu tun. Auch nicht verkehrt. Weiter auf dem Weg nach Magda. Ah, was ist das denn schon wieder? Einmal zack und raus aus der Karte. Und nochmal neu spulen. Immer wieder blöd, dass es nicht weitergeschaltet wird vom ersten Streckenpunkt zum nächsten. So. Dann werden wir gleich also wahrscheinlich einen Gegner so in 17 bis 20 Kilometer Entfernung haben und den anderen Kilometer in 7. Den anderen Gegner in 7 Kilometer Entfernung. Und wir schnappen uns zuerst den näheren, würde ich sagen.
Wir haben 3 Torpedos zur Verfügung. Das sollte gut machbar sein. So. Da bleibe ich mal hinter dem Steinchen. Dann schauen wir mal, wo die Gegner gleich auftauchen werden. So. Nun heißt es abwarten und Tee trinken. Dann mal Prost. Ich sollte mal wieder einen Tee einschenken. Dumm. Kommst du mal? Ah. Kann ich das Geräusch selbst auslösen, wenn ich ganz oben bin mit einem kleinen Didididit? So. Da ist auch schon der Gegner, von dem ich gesprochen habe, der in 7 Kilometer Entfernung so ungefähr auftauchen wird. Schalten wir den Torpedo auf. Lassen ihn etwas Zeit zum Aufschalten. So, da hat er sich gefangen. Jetzt kann man erst noch ein kleines bisschen schneller. Ich versuche beim Abschuss immer die Combat Speed quasi wieder zu erreicht zu haben. Und Torpedo raus. Und noch so ein bisschen versuchen reinzuschießen. So, das war die zweite Hammerhead. Da ist die nächste. Kurzen Schub nach vorne. Nochmal kurz. Das mache ich, um schnell wieder in Richtung zu kommen. Der Speed ist auch gut für eine Annäherung aus dieser Distanz. Müssen wir dann gleich bloß wieder sehen, dass wir rechtzeitig so ungefähr mit der Geschwindigkeit wieder runtergehen. Ah, Trümmerteile, drehende. So, und wieder Torpedo los. Und noch zusätzlich ein bisschen draufballern zum Ablenken. Und da ist sie explodiert. So, dann haben wir jetzt also... ...87.500 IUC erhalten, die wir in guten 24 Minuten gemacht haben. Das ist auch für eine Bounty-Mission kein schlechter Verdienst. So, ein bisschen auf Speed bleiben. Ja, springen wir mal oben. Ja. Da hinten soll es erstmal hingehen. So. Da haben wir Hörsten. Und wenn man eben halt nur die Haupttargets erledigt, hat man zwar nicht den Call-to-Arm-Modus, aber das ist ja auch nicht schlimm, sondern
bei 87.000. Da brauche ich den Call to Arm Bonus nicht. So, schauen wir mal. Na, Everest Harbor hier nicht irgendwo zu sehen. Ja, ganz auf der anderen Seite, okay. So. Springen wir erstmal in die Richtung. Dann tun wir erstmal in Everest Harbor auftanken und aufmunitionieren. Irgendwo hier drüber sollte ja das sein. Da. So, das B einmal drücken und wieder Sprung. Ja, und die Eclipse, die kann man sich... Was das angeht, gut erspielen. Sie ist nicht so teuer. So extremste Ausrüstung braucht sie auch nicht. Also mit der Ausrüstung, mit der man sie liefert, also geliefert bekommt, da kann man diese Mission schon komplett mitspielen. Allerdings habe ich natürlich die Schilde und so ein bisschen aufgerüstet und mir andere Knarren vorne eingebaut. Weil, ja... Es fliegt sich für mich einfach besser damit, wenn ich weiß, dass die ein bisschen mehr ab kann. Aber ich habe eben halt bei den Änderungen, die ich gemacht habe, darauf geachtet, dass ich dann an der Stealth-Technik das einfach nur verbessere, dass das Schiff für den Gegner etwas weniger gut sichtbar ist. Ah, da, super. Warum sagt er mir nichts? Dass er scannen will. Überhaupt kein Voice davon. Okay. Ja, nee, ist klar. Sagt er nur, dass er fertig gescannt hat. Sonst sagt er auch immer, dass er scannen will. Und dass man stehen bleiben soll. Aber egal. Ja, die Eclipse, was das angeht. Schönes Schiff. Ich finde, sie ist gut zu fliegen. Und für das, was man mit ihr verdienen kann, also ein Prachtstück. Es sind zwar knappe 11.000, sag ich mal, für drei Torpedos, die man da raushaut. Aber okay, das sind dann immer noch 75.000, die man da an Gewinnen hat, so grob gesagt. So, welchen Landeplatz hat er denn für uns? Da. So. Fahrwerk raus. Auch wieder auf Autoland. Wie gesagt, Autoland benutze ich gerne. Damit ich, während er noch sich eindreht und
die Landung dafür sich da vorbereitet und dann langsam aufsetzt. Da ist es normalerweise so, upala, dass man in dieser Zeit schon betanken kann und aufmunitionieren und das ist eben halt alles einfach. Zack, schon mal die Taste drücken, schon mal da. Also ist eine ganz kleine Zeitersparnis unter Umständen. Und so bin ich mir sicher, dass man auch das Ganze so schnell wie möglich erledigt. Ja, Leute, wir haben dann jetzt schon wieder auf die Schnelle mit dieser Mission eine halbe Stunde voll. Das geht fix. Ja, und dann schauen wir mal, was hier ist. Ja, das hier ist wieder dieselbe Mission. Die habe ich quasi so fast immer irgendwie drin. Die anderen werde ich die Tage mal machen. Eben halt einmal hier, das ist die Very High Risk Targets und diese anderen, das ist also Verfolgen und Stellen von einem Geflohenen und ihn quasi verhaften bzw. töten. Tja, das sollte ja alles machbar sein. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir in der nächsten Woche einen Patch kriegen. Denn so wie es aussieht, haben sie vor, das Problem mit der abgerissenen oder gebrochenen Reputation so zu erledigen, dass man es über einem Charakterreset macht und dass man dann diese Mission eben halt nach dem Charakterreset auch wieder neu bekommt. Ja, finde ich ein bisschen schade, hätten sie irgendwo teilen können, dass sie diesen Teil vom eigentlichen Charakterreset abspalten, weil ich habe dann doch die Erfahrung gemacht, Persistenz ist so eine Sache für sich. Ich habe oftmals vieles behalten, aber beim letzten Mal so gut wie gar nichts von den Sachen, die ich an Schiffskomponenten und Waffen gekauft habe. Und da sind bei mir ein paar Millionen abhanden gekommen. Und die heißt es jetzt erstmal langsam wieder zu erspielen. Aber nichtsdestotrotz wäre es dann schon schön, wenn ich für Crusader, für Hursten, für Microtech und wie sie noch alle heißen, die Bounty Hunter Mission machen kann und nicht nur für Crusader, so wie es im Moment bei mir ist. So. Dann machen wir die Kiste mal aus. Ich hoffe mal, euch hat diese Jagd auf die Hammerheads gefallen. Und dass die Eclipse für euch vielleicht sogar auch ein Flieger ist, den ihr mal ins Auge fasst, ihn mal probiert, euch leiht von einem Bekannten oder so. Und dann einmal ein bisschen damit rumexperimentiert. Und ihn euch vielleicht ingame kauft. Denn ingame ihn zu erspielen, das ist auch nicht so die Welt. Ich meine, da kostet irgendwas um die 2,5 oder 3 Millionen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber das ist gut investiertes ingame Geld. Denn man kann mit ihr recht gut Geld machen, wie ihr ja gerade gesehen habt. Und auch die Idris-Mission ist mit dem Vogel möglich. Allerdings ist es da, ihr müsst dann 5 bis 7 Mal neu aufmunitionieren, je nachdem, wie viel die Idris an Torpedos schlucken will, bis sie dann explodiert. Aber es geht. Tja, ich wünsche euch dann noch viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.